Stefan Funke in seiner Biogärtnerei in Dümmer bei Schwerin. Den Betrieb hier hat er gemeinsam mit seiner Frau aufgebaut, 5 Mitarbeiter eingestellt. Vor 2 Jahren hat der Gärtner ein Grundeinkommen gewonnen. Ein Jahr lang bekam er 1.000 Euro monatlich, bedingungslos. Grundsätzlich hat sich nichts verändert, weil ich mein Leben lang schon das mache, was ich gerne machen möchte. Und im Speziellen in diesem Jahr hat es unsere Situation aber vereinfacht, weil wir Umsatzeinbußen hatten. Denn seine Pflanzen waren von Krankheiten befallen. Aus dem ursprünglichen Plan, durch das gewonnene Geld einen zusätzlichen Gärtner einzustellen, wurde nichts. Aber durch das Grundeinkommen musste er auch in einem schlechten Jahr keine Mitarbeiter kündigen. Die Idee zum Gewinnspiel kommt aus Berlin. Hier sitzt der Verein Mein Grundeinkommen. Das Prinzip: über eine Internetplattform durch sogenanntes Crowdfunding sammeln die Macher Spenden, bis ein Jahresgrundeinkommen, also 12.000 Euro, zusammengekommen sind. Auf der anderen Seite wird aus allen Nutzern, die sich online registriert haben, ein Gewinner gezogen. Der bekommt dann ein Jahr lang monatlich 1.000 Euro. Bisher waren das 180 Menschen. Mehrere Leute haben sich selbstständig gemacht, Familien rücken enger zusammen, Leute engagieren sich ehrenamtlich. Und dieses neue Lebensgefühl bleibt auch über das Grundeinkommensjahr hinaus, weil die Leute auf einmal eine neue Art von Eigenverantwortung gelernt haben, weil sie gemerkt haben, oh, da ist Geld, mit dem muss ich mich jetzt auseinandersetzen und man vertraut mir, indem man mir das einfach gibt. Und daraus erwächst eine Eigenverantwortung und die bleibt dauerhaft. Stefan Funke hatte sich schon vorher viel mit dem Grundeinkommen beschäftigt. Von seinem eigenen Gewinn erzählte er aber lange nur wenigen. Er war ihm unangenehm. Fast schon, dass man dachte, ja, ist das ein bisschen unanständig, müsste ich das jetzt eigentlich alles spenden oder müsste ich das meinem Sohn geben, weil der mir die Idee gegeben hat. Aber nein, das finde ich eben auch das Spannende, es ist bedingungslos. In der Politik ist das Grundeinkommen immer wieder in der Diskussion über Parteigrenzen hinweg. Andrea Nahles sprach sich schon als SPD-Arbeitsministerin dagegen aus. Zu den Befürwortern zählen die Parteivorsitzende der Linken Katja Kipping und der Vorsitzende der Grünen Robert Habeck. In der CDU gab es bereits vor 10 Jahren einen Vorstoß. Der damalige Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus, entwarf ein Konzept unter dem Namen solidarisches Bürgergeld. Befürworter haben für die Finanzierung unterschiedliche Ideen über die Lohnsteuer, eine höhere Mehrwertsteuer oder auch eine Steuer auf Börsengeschäfte. Wie man das finanziert, das müssen die Parteien am besten im Parlament verhandeln. Es gibt Konzepte von allen Seiten und Studien, dass es auch finanzierbar ist, aber wie genau es geht, dazu können wir keine Aussage treffen. Wie hoch sollte ein Grundeinkommen sein und wer soll es bekommen? Gärtner Stefan Funke sieht bei diesen Fragen die Politik am Zug. Deswegen wäre es gut, jetzt mal einen weiteren Schritt zu gehen, dass die Politik das unterstützt, dass sowas mal im größeren Stil ausprobiert wird und dann wissenschaftlich begleitet. Das könnte demnächst in Schleswig-Holstein der Fall sein. Dort wird über ein Modellprojekt in Flensburg diskutiert.